Weil das ist echt nervig. Fahre ich hier irgendwo noch? Gehen wir schon mal eine Runde Kohle suchen. Und jede Menge Pilze. Lecker, lecker. Yummy, yummy, lecker, lecker. Irgendwo muss doch hier Kohle sein. Nicht, dass wir wieder nicht mehr nach Hause finden. Sind Kohle, ich sehe nur Lehm wieder. Aber kein Kühlchen. Nee. Überall Schweine hier. Da könnten wir Erfolg haben auf Kohle. So ist es auch. Herrlich ist das. So, 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 so. Nehmen wir unsere Steinspitzhacke. Geht das ein bisschen schneller, aber ja, hier ist aber ordentlich Kohle. Da geht es sogar noch weiter. Ja Mensch. Haha, haben wir ein Glück. Da ist sogar noch mehr Kohle. Da haben wir erstmal ausgekohlt. So, dann gehen wir mal hier nochmal gucken. Wo Silber ist. Sehr schön, sehr schön. Das scheint unsere gelegene Mine zu sein. Und unserem bescheidenen Haus. Bunker. Noch mehr Silber. Jetzt haben wir keinen Fackeln mehr. Aber sehe ich da oben noch mehr Kohle. Also, ich krieg langsam Gefallen an diese Höhle hier. Sehr viel Kohle und allgemein sehr viele Erze. Eisen. Oh, soll ich da gleich runterfallen rückwärts? Ja, da hat man gerade ein paar Augen gesehen. Das Spinnen, die Spinnen wiederum. Scheinbar ist da unten noch Wasser oder sowas. Das ist unser Zeichen, hier abzuhauen. Zurückzugehen und ein paar Fackeln zu machen. Vielleicht kommen wir nochmal zu der Höhle hier zurück. Ich muss nochmal eben kurz überlegen, welche Richtung unsere... unser toller Bunker war. War der hier? Jawohl. Na, Glück gehabt. Am besten mache ich hier oben drauf irgendwie noch Beleuchtung, als ich ihn nochmal finde. Und. Erstmal. Oh, haben wir aber schön Eisen gesammelt. Ja, das. Und ein bisschen anbrennen. Ah, hier so Glas drauf. Das Glas verwenden wir jetzt, pass mal auf. G
genau richtig reingegangen, scheint wieder dunkel zu werden. Im Glas machen wir dann hier so einen Streifen rein. Den wir lieber jetzt machen, bevor die Nacht wieder einbricht. Und es fehlt uns ein Glas. Dann brechen wir das eben schnell ab hier. Brauchen wir nur eins. So, jetzt kann er wieder weiter Eisen verkugeln. Und wir machen die Lücke hier noch zu. Ein Huhn ist in meinem Haus. Es guckt mich doof an. Scheint etwas zu plarren. Was Böses plant es. Schnell töten wir es. Das war nochmal knapp. Fast hätte das Huhn uns noch alle umgebracht hier. Ja, der Pilz scheint sich hier nicht wohl zu fühlen. Dann lassen wir ihn noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe mal nicht, dass irgendwie, wenn die Creeper hier uns sehen, dass die auch meinen, hier hochzugehen. Weil das von 3 hat mir gereicht. Was machen wir denn mit dem ganzen Eisen? Was war das nochmal? Das war ein Eimer. Das war die Schere. Eine Schere kann man schon mal machen. Kann man immer irgendwie gebrauchen. So macht man die Zäune. War jetzt eigentlich nur geraten, aber gut. Also macht man nicht die 9 Stufen. Aber bin ich noch nicht ganz hineingekommen, wie man die macht. Ah, vielleicht muss man noch das Cobblestone. So. Kann man das brennen? Wahrscheinlich muss man die erstmal zu normalen Cleanies machen und dann kann man die zu den neuen machen. Jetzt habe ich's. So müsste es sein. Wie geht nochmal so eine Schale? Bowl. Brauche ich die anderen auf, ja. So, wenn ich mich nicht irre. Und ich irre mich. Ah, wie ging das nochmal? Ah, so. So. Wir machen nämlich ganz schön viele Leben, die sind ziemlich gut. Deswegen tun wir die auch erstmal hier drauf. Sehen aus wie Honiggläser, ein bisschen irgendwie. Dann noch ein paar Steaks. Und ein Crafting Table, der unnötig ist. Und dann würde ich sagen, wir legen uns gleich erstmal pennen. Um am nächsten Tag Holz fällen zu gehen und vielleicht ein bisschen Wolle schicken noch da drauf. So. Da machen wir schon mal für gleich uns eine Axt. Natürlich eine gute Eisenaxt. Es braucht dann mehr als eine Eisenaxt. Und dann scheint's, können wir auch schon pennen gehen. Jo. Und blicken auf unsere Superkatze. So. Früher Morgen. Sehe wir Schafe über unsere Bude rennen. Und haben Cleanies. Wenn die Cleanies müsste das jetzt funktionieren. Ach Mann. Ach egal, Wurst. Werde ich wohl nie hinkriegen. Aber die Cleanies kommen auch erstmal hier rein. Und wir gehen jetzt spannenderweise
Das 100 scheinbar hier ein Ei gelegt. Klatsch. Ah, stirb. Diese ganzen Hühner hier, die spionieren mich aus wie sonst was. Böse Tiere. Aber wir gehen jetzt erstmal Holz sammeln. Hier ist ja ringsherum genug. Da sieht man eine Spinne. Brauche ich hoffentlich nichts anderes Böses. Scheint mir nicht so. Ja, das geht jetzt ratzi. Ratzifatz. Ich noch mal eben Drecksklotz. So. Ganz direkt mal einen neuen Baum hier. Denn der Baumbestand darf uns ja nicht ausgehen. Ziemlich viele Spinnen hier, muss ich feststellen. In den ganzen Bäumen hier. Also Zeit, sie zu fällen. Den Sumpf hier. So. Es geht echt schnell. Mit der guten Axt. Kann man hier schon wieder einen neuen Baum setzen. Da, da und da und da und da und da und da. Und die beseitigen wir jetzt mal eben. So. Zack. Wir dürfen ja nicht riskieren, dass uns die Rohstoffe ausgehen, deswegen immer schon neue Pflanzen. Ja, das sieht natürlich statt Kakao, soll ich sagen. Dazu. Ach, das war nur so ein Setzling wieder. Können das ja eigentlich auch so zusetzen. Mensch.